haben wir mal ein ernstes Thema. Okay. Ich weiß nicht, ob wir auch lustig sein werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es geht um ein ernstes Thema, und zwar Vorratsdosen. Mal ganz sachlich. Ganz sachlich. Vorratsdosen von Maple gekriegt. Was heißt neue Vorratsdosen? Anders Design. Ganz dramatisch anders. Schwarz und weiß haben wir jetzt. Und zwar jede Größe in schwarz und weiß. Cool. Die Maple-Dosen finde ich persönlich richtig geschickt. Im Schub kann man sie so raustun. Ohne dass der Deckel rausfällt. Ohne dass der Deckel rausfällt. Ja. Schön gerad, richtig dicht. Im Schub kann man auch durchschauen. Man sieht, was drin ist. Man sieht, was drin ist. Es ist 100% recycelbar. Ich finde die Größen auch geschickt. Also es gibt ganz kleine Mini, weiß. Da passen 175 Milliliter, dann die nächste Größe 375 Milliliter, 425, dann gibt es 1000, 1500, 2000. Hast du das heute Nacht auswendig gehört? Habe ich auswendig gehört, ja. Ich mache das schon ein bisschen Thema länger, gell? Zieh das jetzt ins Lächerliche, gell? Gerade wenn ich einmal ein wenig ernst bin. Dann natürlich die Wurstbox. Wurst- und Käseboxen oder man kann da viel nicht Garn. Ha? Knöpfe. Die gibt es auch im Dreier-Set. Moment. Dort. Schön auch immer die. Mit ein der höheren. Ja, mit dem Boden. Da kann drin. Man dann ein wenig einen Turm machen. Ganz so, wie man es will. Wunderbar. Ja, wunderbar, oder? Ja. Also schaut mal, Leute, daheim, was noch in Tüten drin ist, weil es ist Motten. Das ist erklärt. Ja. Ich muss noch was dazu sagen, was auch schön ist, ist die ganz große. Ah, genau, die habe ich ja völlig jetzt. Die habe ich tatsächlich auch mal für einen Kuchen zum Aufbewahren oder Plätzler Weihnachten. Ja, so ist Gebäck ist die toll. Genau. Da sieht man nämlich dann nur, was drin ist und wer was gegessen hat. Ja, man erkennt die Lücken von weitem. Ja. Dann wollen wir würde ich nicht sagen, wir haben es. Feierabend.